Okay, dann mache ich jetzt mal die Einleitung. In der Hoffnung, dass die Leitung stabil bleibt. So, ja. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu unserem permakulturellen Podcast. Heute habe ich auch mal wieder einen Waldgärtner zu Gast, aber eine ganz anderen Art. Da geht es heute um Tiere, ganz viel. Und zwar den Karl Schadachs. Wer das Buch von Bernhard hat, das hier, das große unser essbarer Waldgartenbuch, da ist nämlich der Karl auch mit drin, mit einem Auszug von seiner Arbeit, quasi als Co-Autor, nicht, sondern wie nennt man das, als Gastbeitrag, ne? Gastbeitrag. Ja, Gastbeitrag, lieber genau. Daniel, herzlichen Dank für deine Einladung. Und ja, ich freue mich, ein bisschen was zu erzählen auf deine Fragen. Und ja, ich melde mich hier aus Rumänien, aus dem Dorf Tirol. Vielleicht die einen oder anderen nicht wissen, dass es auch hier in Tirol gibt. Ein Ja. Dorf, das vor ungefähr 200 Jahren gegründet worden ist. Und ja, seit 2010 habe ich hier angefangen in Rumänien mit meinen Projekten. Ja, genau. Also bevor wir dazu kommen, wollen wir gleich noch ein bisschen, wie das alles dazu gekommen ist. Genau, aber wer den Karl, wie gesagt, noch nicht kennt und sich für diese Systeme interessiert. Also das Buch übrigens, das kriegt der Deutschland über uns, sonst in Österreich beim Bernhard. Damit lege ich es auch schon mal weg. Aber das ist auch eigentlich der gemeinsame Punkt, warum ich den Karl überhaupt heute hier habe und auch kennengelernt habe. Nämlich den Kontakt habe ich vom lieben Bernhard Gruber, ein gemeinsamer Permakulturkollege, könnte man sagen, bei dem ich ja meinen ersten Genau so. Lehmofen-Workshop gemacht habe und meinen ersten Permakultur-Design-Kurs. Da, und du hast den Bernhard, was hast du gesagt, 15 Jahre kennt ihr euch schon, ne? Mindestens 15 Jahre, 20 Jahre, genau. Ja, und du hast dann auch irgendwann mal Lange einen Zeit. Und Permakultur-Design-Kurs bei ihm gemacht, oder? ich muss ehrlich gestehen, ich habe nie wirklich einen Kurs besucht, aber ich war mehrmals natürlich als Rand. Ja, als Gast mehr oder weniger Ah. anwesend, ja, bei seinen Kursen, und ich weiß natürlich schon, worum es geht. Ja. Ja, du warst schon zu tief im Thema und da hast du dir gedacht, das spare ich mir und bleib dann einfach bei der Freundschaft und bei dem gemeinsamen Ja, Arbeiten ja, miteinander. ja. Ja, genau. Ja. Ja, okay. Erstmal sehr schön, dass du hier bist. Also da habe ich mich wirklich sehr drauf gefreut, weil du bist ja ein totaler Praktiker. Also heute werden wir so ein bisschen auf das Thema eingehen. Braucht ein Tier unbedingt einen Stall? Und wenn ja, welches? Und vor allen Dingen, was ist überhaupt Mob Grazing, so ein bisschen am Ende und holistisches Weidemanagement, wobei das machen wir am Ende. Aber ja, du hast ja vor allen Dingen sehr früh angefangen, mit deinen Tieren zu arbeiten. Du warst ja gerade mal erst 17, als du da die erste große Verantwortung übernommen hast. Erzähl mal ein bisschen, wie ging das eigentlich bei dir los? Ja, ich habe schon als Kind, als Jugendlicher alle möglichen Kleintiere gezüchtet, also von Kaninchen, Geflügel, alles Mögliche. Und ich komme selber aus einem Nebenerwerbslandwirtschaftsbetrieb. Also meine Mutter hat das geführt. Und ja, wir hatten zu Hause das, was man heute eigentlich Permakultur nennt, nur dass der Begriff, du weißt es, der ist noch nicht so alt und geläufig. Und ja, das heißt, also ein kleiner Betrieb mit gerade mal 3 Hektar, 4 Hektar, aber dafür eben 100, 150 Obstbäume, Gemüsegarten, Glashaus, 3, 4 Kühe, Milchverarbeitung, Marmeladen, Geflügel, 2 Schweine und so weiter. Also volles Programm, Wald, eigenes Holz zum Heizen, eigenes Wasser. Ja, all die Dinge, die man heute im Prinzip kennt aus der Permakultur, habe ich und meine Geschwister von zu Hause so mitgekriegt. Und da waren, ja, war immer schon eine Leidenschaft jetzt einfach auch für die Tierzucht da. Und dann ging es los mit 17, also 18, mit meinen ersten Freilandschweinen. Und das waren die Turopolie-Schweine. Es war so, dass 1993, 94, 95 war der Krieg in Kroatien.
Serbien, und da sind die letzten Schweine, die in der Saveau im Nationalpark Lonjsko Polje übrig geblieben sind, dort aufgerieben worden, eben durch Landminen und so weiter. Die Bauern konnten die Tiere nicht mehr rauslassen. Und da kamen einige wenige Tiere nach Österreich in den Zoo Schönbrunn. Damals war Dr. Pechlaner Direktor dort. Und dann sind ein paar Nachzuchten eben an Bauern verteilt worden. Und ja, da habe ich angefangen. Die Tiere haben mich einfach fasziniert. Und es hat sich dann schnell gezeigt, ja, dass die sich natürlich extrem unterscheiden zu dem, was es heute gibt. Oder gerade zu dieser Zeit war es ja so, in den 20, 25 Jahre zurück waren die ja, industriellen Schweine, die weißen Schweine, sehr, sehr stressanfällig. Da hat sich natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch etwas getan in der ganzen Zuchtarbeit, aber damals war das ganz, ganz schlimm. Und ja, da waren natürlich die Turopolje, oder dann gab es auch dort und da schon Leute, die Mangalitsas wieder in Österreich hatten. Ja, ein kompletter Tapetenwechsel, ganz was anderes. Und wir haben dann eben angefangen, Flächen zu pachten und mit Elektrozaun eben eingezäunt, und war dann mit 17, 18 das erste Mal in England. Die Engländer, die hatten schon sehr früh auch Freilandschweinehaltung mit Hüttensystemen, mir das dort angeschaut, wie die das machen. Und auch ganz konventionell, also gar nicht unbedingt Bio oder Permakultur, sondern die Maß da drüben ganz einfach, weil das eine günstige Form der Tierhaltung ist, weil einfach die Stallbaukosten auch ganz extrem sind. Das war auch damals schon so. Und da waren die Engländer vorne, und da habe ich mir auch einiges abgeschaut. Und natürlich, ja, ich war mit 16, 17 dann schon auch damals einer der ersten Prominenten mit Permakultur, Sepp Holzer. Und er hatte natürlich auch, er hatte zu damaliger Zeit die Erdställe, die auch bekannt sind, und hatte dann auch kurze Zeit mal, ein paar Jahre, auch Turopolje-Schweine. Und mit ungefähr 18, 19, nachdem niemand anderer da war, damals gab es den Verein zur Haltung gefährdeter Haustiere, der heißt der AHKL Austria. Und ja, dann, nachdem es niemand gab, wurde mir dann da die Spatenbetreuung mehr oder weniger übergeben, und so ging es dann los, und dann langsam, langsam eben Leute zu motivieren, die Rasse zu züchten, ein Zuchtbuch zu schreiben, Anerkennung zu kriegen, also auch eine offizielle Anerkennung vom Ministerium als österreichische Rasse. Da gibt es eine Menge natürlich jetzt Dinge. Und ja, außergewöhnlich ist halt gerade bei diesen Tieren, man hat mir eigentlich von der Wissenschaft damals keine Chance gegeben. Die müssten schon längst ausgestorben sein, weil die Gesamtpopulation außerhalb von Kroatien stammt von gerade mal 6 Tieren ab. Das ist gar nichts. Ja, Und genetisch ist das sehr ja, dünn, ne? trotz sehr, sehr dünn, richtig. Und also die geringste Ausgangsbasis von allen gefährdeten Rassen, die wir in Österreich oder in Deutschland haben, ist das Turopolje-Schwein. Also gerade mal, wie gesagt, 6 Tiere. Und Gott sei Dank, nach 25 Jahren gibt es sie noch immer. Zwar auch die Bestände schon mal größer gewesen als jetzt. Das hängt aber in erster Linie damit zusammen, dass es sehr strenge Vorschriften in Österreich gibt, also mit der Freilandschweinehaltung, gerade mit dem Thema eben Schweinepest, Schweinehygieneverordnung. Und da sehr, sehr viele Leute gerade kleine Betriebe auch eben 2, 3, 4, 5 Tiere halten für den Eigengebrauch oder eben in der Permakultur und so weiter, da das Handtuch geworfen haben. Das ist leider ein großes Da Thema, würde ich sind am da Ende die noch mal drauf ein Gesetzgebungen. bisschen kommen, auf diese EU-Geschichten, wie das ja dann doch nicht so positiv am Ende ist. Aber vielleicht lass uns erstmal noch ein bisschen weitergehen. Du hast dann also angefangen mit der Zucht, also das ist ja wirklich auch, was ich noch mal fragen wollte, du hast ja auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, ne? Also Landwirtschaft, sagen Ja, wir. ich bin Landwirt, landwirtschaftlicher Facharbeiter, und ich habe Fleischer gelernt. Ich bin Metzger, also Ah, zwei okay. Berufe, und alles Tierzüchterische habe ich mir ganz, ganz viel autodidakt selbst beigebracht, ja.
Ja, Ja, ja. weil es zu der Zeit ganz einfach auch gar nichts gab, Offizielles, wo man das hätte lernen können. Ja, also das war eher im Ausland, eher ja, Kanada, England, bisschen Deutschland, aber Das das kennen wir musste man schon selber. Permakulturisten ja ganz gut, ne? Dass man das meistens nicht irgendwo lernen kann. Das ist immer, dass man da selber loslegen muss. Genau, also was ich Genau. nochmal dann weiter, du hast ja gesagt, dann hast du in Österreich da einige Hektar gepachtet, schon so früh, also da warst du wahrscheinlich echt gut dabei mit deinen 17, 18 Jahren. Und dann hast du gesagt, bis du 30 Ja, warst, das hat sich also das dann immer. ja, mit 20, 21 hatte ich Beruf aufgegeben. Ich habe natürlich auch Bundeswehr und so weiter gemacht. Da war natürlich nebenbei hobbymäßig die Schweine. Und dann nach dem Präsenzdienst nochmal gearbeitet im Betrieb. Und habe mich dann mit 20 auf 21 so habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem eigenen Betrieb und dann eben auch mit Rindern, Wasserbüffeln, Eseln, Pferden, Schafe, Ziegen, Geflügel, ja, und auch verschiedenste alte Kulturpflanzen begonnen und war damals einer der ersten, ja, wenn man so will, Pionier mit den gefährdeten Rassen. Da waren viele, viele noch gar nicht in der Population, wie das heute der Fall ist. Gerade zum Beispiel die Rinder, Pustertaler Sprinzenrinder, gab es damals ein paar Handvoll zu der Zeit. Und ja, das hat sich ganz gut auch entwickelt. Und es war 10 Jahre. Leider konnte ich dann den Pachtvertrag vom Hauptbetrieb nicht mehr verlängern. Und somit war ich gezwungen, auch wieder alles abzubauen. Es waren sehr schwere Zeiten und ich habe ihm gedacht, ja, in der Landwirtschaft meine Zeit, das kommt, weil natürlich ohnehin kaum mehr natürlich junge Leute danach kommen. Aber leider, wie wieder du das ja auch bestimmt kennst, ist der Run natürlich erst so richtig losgegangen damals auf Fläche. Das Thema war ganz einfach in der Landwirtschaft wachsen und weichen. Also die wollen natürlich alle größer werden und natürlich Fläche gibt es wenig. Ja. Egal, ob das jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz ist. Und so habe ich mich dann natürlich umgesehen, wollte natürlich unbedingt wieder was machen mit Landwirtschaft, war dann zeitlang ein paar Monate in Russland. Und ja, die Rumänen kamen eben zur EU und da hat man immer gehört, okay, da gibt es noch viele Brachflächen, die nicht bewirtschaftet werden. Und so hat es mich dann 2010 nach Rumänien gezogen und habe hier Ja. dann langsam eben hier aufgebaut. Genau, du hast gesagt, deine Ja. Schwester macht teilweise das, was du gemacht hast in Österreich weiter, ne? In welcher Form passiert es noch? Meine Schwester, Biobetrieb mit Freilandschweinen, in erster Linie auf Schwein spezialisiert, auf das Turopolieschwein, einer der, ja, wenn man so will, größten, mit eben immer 2, 3 Ebern und 7, 8 Muttersauen. Und das kommt ja dazu, dass man natürlich diese Tiere ja dann alles auch selber vermarkten muss, also Produkte auch entwickeln. Damals gab es ja auch keinen Markt dafür. Ja. Und ja, das hat sich mittlerweile etwas etabliert, dass es wirklich auch ja, Konsumenten gibt, die diese Spezialitäten eben schätzen und wollen und auch ein Preisniveau und die vermarkten eben das selber. Dann gibt, haben natürlich noch Wallschafe und eben auch einiges an Obstgärten und ja, gemischter Betrieb Ja. eben bei meiner Schwester. Okay. Ja, und jetzt bist du ja in Rumänien. Wie viel Hektar hast du jetzt im Moment in Rumänien? Weil in dem Buch habe ich gelesen, du hast von der orthodoxen Kirche und von der, die andere ist mir gerade entfallen, was die katholische Kirche Die, tatsächlich. die, die, ja, genau, ge genau, genau, Hast du genau, genau. Flächen Damit habe ich gepachtet? angefangen. Die sehr, sehr viele Jahre, also ungefähr 20 Jahre, brachgelegen sind, wo nichts passiert ist. Und auf diesen Flächen haben sich natürlich von selbst natürlich Büsche und Bäume angesiedelt. Und ja, da kam natürlich jetzt das Thema, wo wir natürlich heute auch sprechen mit Agroforest natürlich ins Spiel, weil ich diese Bäume eben nicht gepflanzt habe, sondern ausgeschnitten, also die Büsche, das heißt in erster Linie Hagebutte und Schlehen etwas zurückgedrängt, weil das natürlich jetzt eine reine Stachel-Dschungel ist.
Und die Bäume, die sich natürlich dort selbst angesiedelt haben, das sind in erster Linie wilde Apfelbäume, Birnbäume, Eichen und die Robinie. Etwas Linde natürlich und ein bisschen Esche gibt es auch noch, aber das sind so die Hauptbaumarten. Die wachsen natürlich dann in Buschform und breiten sich natürlich weit aus. Und ja, da habe ich natürlich angefangen, die Stämme etwas hochzuschneiden, also hochzuputzen unten. Da kann So, man jetzt müsste man es, glaube ich, sehen. Okay, dann das wolltest du uns zeigen. Okay, was sieht man da jetzt genau? So, ja, da sieht man natürlich jetzt, dass der Stamm natürlich schon freigeschnitten war. Da waren nicht die Äste bis am Boden runter. Ja. Dass der Baum natürlich jetzt wirklich auch ein Baum wird und eine Krone ausbildet und unten natürlich jetzt auch Luft wird, damit das Gras natürlich auch wachsen kann und sich somit jetzt auch die Tiere natürlich im Schatten natürlich drunter stellen können. Und diese Bäume sind ungefähr in etwa 20, 30 Jahre alt. Also das sind jetzt Das heißt, Eichen hier. du hast sie quasi hochgeschnitten, Und das was schon da war, hast du erstmal erzogen. ganz genau. Also Luft gemacht natürlich, weil natürlich da komplett natürlich Dschungel gewachsen ist. Hier sieht man natürlich schon jetzt, wo jetzt auch Gras angekommen ist. Das ist ungefähr Ende Mai, Juni. Und wir sind in einem hügeligen Gebiet, ganz schwacher Boden, also Lehmboden. Also mit ganz wenig Humus und natürlich man muss wissen, natürlich die Kommunisten hatten natürlich vom großen Bruder Kunstdünger und Chemikalien und Diesel natürlich gratis. Und da wurden natürlich, es wurde alles unter Pflug genommen, also alles, was man heute auch unwirtschaftlich wäre. Und man hat natürlich die Erträge dort ausschließlich mit Kunstdünger natürlich erzielt. Und die Tierbestände sind nach der Revolution also drastisch gesunken. Es gibt also einen Bruchteil nur mehr an Tieren. Und die Tiere oder gerade die Rinder sind einfach deswegen so extrem wichtig, weil es natürlich auch für den Bodenaufbau wichtig ist, weil nur durch den Rindermagen eben diese Pflanzen, das Gras verwertet werden kann, dass man sonst nichts draus machen kann. Und man kennt es überall auf der Welt, wo riesengroße Rinderbestände waren. Also ob das jetzt in Amerika natürlich die Bisons waren oder in Bisons, Afrika natürlich die ja. Wasserbüffel und die Gnus und so weiter. Dort hast du natürlich die fruchtbaren Böden. Ja. Also Und das musst du du noch mal ein brauchst. bisschen ausführen, denke ich, weil das ist vielen überhaupt nicht ein Begriff. Also vor Jahren habe ich sogar in Zeitschriften und gelesen, als das so dieses Klimathema aufkam, dass ja die Kuh ein Klimakiller ist. Ja, das ist Sag da mittlerweile mal ein auch. bisschen was dazu, bitte. Ja, das ist natürlich auch zum einen wie diese ganze Geschichte eine riesengroße Lüge. Und wenn man sich auch damit beschäftigt, weiß man, dass es vor den Rindern natürlich ja Wildrinder gab in Abermillionen. Wie gesagt, eben Amerika der Bison, in Europa natürlich der Wisent und der Auerochs und natürlich in Afrika die riesengroßen Gnu-Bestände und Elefanten und natürlich auch Wasserbüffel und so weiter. Also Riesenbestände an Weidetieren, die natürlich weiterziehen. Und nur die Kuh mit dem Wiederkäuermagen, mit seinen vier Mägen, kann natürlich jetzt minderwertiges Futter, Gras eben umwandeln in Energie eben zu Fleisch, zu Milch und natürlich produziert einen hervorragenden Dünger, damit der Boden überhaupt den Humus so aufgebaut hat. Und ja, das ist eben das Thema und es verändert sich ganz einfach auch mit der Beweidung, die ganzen Pflanzenarten. Das Also heißt im wenn da Endeffekt für die Leute, die da noch keinen Bezug zu haben, man könnte sagen, das Tier, in dem Fall die Kuh oder halt auch die anderen Tiere, die du auf deinen Flächen hast, dadurch, dass sie halt auch auf den Flächen sind und nicht im Stall, bauen sie mit ihren Hinterlassenschaften den Boden ganz massiv auf, erzeugen da Humusschichten und Genau. Biodiversität, füttern den Boden, ja, und das ist halt eben das Gegenteil von Klimakiller, weil sie Völlig binden dadurch richtig. ja auch, also wenn man jetzt diese CO2-Thematik mal annimmt, nehmen wir mal an, das stimmt,
dann bauen sie ja in dem Sinne CO2 aus der Luft ab und speichern das da im Boden und erhöhen dadurch die Fruchtbarkeit. Richtig so, oder? So, so ist es, so ist es, so ist es. Und es Ja. ist ja auch nachgewiesen, dass zum Beispiel auch gerade Grönland, wenn man jetzt auch die CO2-Thematik annimmt, wo man natürlich auch sehr viel Zweifel haben muss, aber es ist ganz einfach auch so, dass Grasland doppelt so viel CO2 speichert als Ackerland und Grasland mit Bäumen das Vierfache wahrscheinlich oder noch mehr. Je nachdem natürlich, wie viel Bäume natürlich drauf sind. Ja. Und die Bäume natürlich haben natürlich auch ja den Effekt, dass wir hier natürlich ja einen Windschutz natürlich haben, natürlich jetzt einen Wasserspeicher, einen Schatten. Wir haben Kühlung, natürlich ja. jede Menge Kühlung, ja, und jede Menge andere Effekte natürlich auch noch. Lebensraum natürlich für wahnsinnig viele Wildtiere, Vogelarten. Also ich habe bei mir gerade in meinem Gebiet, wo meine Rinder da weiden, da gibt es an Wildtieren alles, was man sich nur vorstellen kann. Und die sind erst recht gekommen, wie ich mit dieser Beweidung begonnen habe. Ja, also seitdem habe ich alle möglichen Vögel, weil natürlich diese Vögel auch an dem Boden direkt dran können, wenn da natürlich einen halben Meter hohes Gras und nur Stacheln Stauden sind, dann können die natürlich da gar nicht am Boden. Ja. Und auch die Hasen und so weiter, die bewegen sich viel lieber dort, wo die Rinder geweidet haben und junges Gras haben und kommen da jetzt dran. Ja, gibt es alles Mögliche, bis zu Wildkatzen hab ich bei mir, Schakale, Wölfe im Winter, Das heißt, Braunbären nicht. durch deine Art der Beweidung, ja, also durch dieses Weidemanagement, was du machst, auch indem du ja, machst ja eine Art, wir können ja gleich nochmal ein paar Fotos zeigen, aber eine Art lichtes Waldsystem, was gleichzeitig voller Fruchtbäume steht. Du willst es ja, glaube ich, auch Genau. noch erhöhen, die Dichte an Fruchtbäumen. Das füttert die Tiere mit. Ne, also das fand ich auch extrem spannend, dieser Auszug hier, der auch bei Bernhard im Buch So ist, ist es. dass du sagst, früher wurden die Wälder nicht nach dem Holzpreis bemessen, also nicht nur, sondern auch zum großen Teil daran, wie viel Futter die für Schweine Ja. und so weiter geliefert haben, wenn Nach man sie dem Futter. reingetrieben hat. Ja. Ganz genau. Ja. Früher wurde in ganz Europa wurde nach dem Futterwert, also gerade natürlich in den Gebieten, wo es Eicheln gab, an der Eichelmast, also das war ein großer, ja, großer Anteil. Und die letzten Gebiete, wo das eben ja, noch übrig geblieben ist, war eben in Ex-Jugoslawien, weil dort entlang der Save, wo eben das Wasser rausgekommen ist, die Überschwemmungsgebiete, die konnte man nicht anders nutzen. Dort wurde nicht drainagiert, dort wurde nicht begradigt. Und die Bauern hatten dort über Jahrhunderte hinweg eben alle Tiere, ob Rinder, Schweine, Pferde, eben dort in dieser Weidewirtschaft. Und dadurch haben sich da eben auch eigene Rassen entwickelt. Also man kennt das jetzt noch bei den Schweinerassen, also aus Spanien noch seltene, die natürlich in den spanischen Korkeichen, Hainen eben weiden und dort eben auch die Eicheln fressen zeitweise. Ja, und das versuchen wir so ähnlich jetzt hier auch zu machen und eine Landschaft, die jetzt eher man aus der Savanne kennt. Wir haben ja hier auch ähnlich Niederschläge, also sehr, sehr wenig Niederschlag, gerade mal so 500 Liter. Und ja, 3 Monate mindestens, also fast keinen Regen oder gar nichts. Also ab Juli, August wird hier total Steppe, wird es braun. Also da wächst dann nichts mehr. Und somit geht das auch nicht so wie im Westen, wo du jetzt ja jetzt auch auf dem Acker auch Zwischenfrüchte, Zwischenkulturen machen kannst, also nach der Hauptkultur. Das geht hier nicht, weil wir einfach den Niederschlag nicht haben. Ich glaube, da hattest du mir ein schönes Vielleicht ein Foto. Bild Da gesehen. gucke ich gerade noch mal. Aber die lädt er. Also man sieht jetzt die Schweine hinter deinem Zaun, wo es gerade so Steppe ist, wo sie unter den Robinien Ah ja, stehen. ja. Genau. Ja, also Ja, da sieht man jetzt das ist mal die auch Trockenheit. Hochsommer. Ja. Ja, das ist Hochsommer, da ist es ausgebrannt. Das ist weg. Und hier hinten alles natürlich voll mit den Robinien. Das ist insofern ganz interessant. Die Robinien, die kommen ja sehr spät mit den Blättern im Frühling.
Und da ist es ja lange Zeit noch, kommt eine Sonne unter die Bäume und da kommt das Gras als allererstes. Also da fressen die alle Tiere am allerliebsten, weil einfach auch die Robinie ein Stickstoffsammler ist und natürlich Stickstoff nach oben bringt. Und ja, hier sieht man eben die Schweine hinterm Zaun. Mittlerweile habe ich hier keine Schweine mehr, weil wir jetzt hier auch großes Tamtam haben mit der sogenannten afrikanischen Schweinepest. Und das hat mich auch hier gezwungen, die Schweine mal einzustellen. Jetzt in Rumänien, das Ja, heißt, die in früher jetzt hier Österreich hat deine Schwester sie noch, ne? gesehen hat. Ja. Okay. Ja, das sind andere, die haben auch Duroc, und die Duroc sind diese roten Schweine und die gescheckten, das sind die Turopolje. Aber ich hatte zu Spitzenzeiten, ich hatte praktisch alles, was es nur gegeben hat, ausprobiert, also 15 Schweinerassen auf einmal auf dem Betrieb gehabt und ja, auch alle Mangalitsas, also blond und schwarz und rot und verschiedenste Kreuzungen, schwäbisch-hellische Schweine und Sattelschweine und ja, haben wir da alles Ich glaube, ausprobiert das hier, und ich hoffe, es kommt bei dir auch. Ich glaube, das ist ein Duroc, oder? Das ist hier dieses eine große Bild, was du mir geschickt hast, wo das eine Schwein dem anderen gerade quasi so ein bisschen hinten ran riecht. der große Eber, ja, genau, das ist das, Ja. das ist ein Duroc, ja, und dahinter die Sau, Ja. das war einer meiner Zuchteber. Ja, Ein genau. großes Das soll mal ein bisschen Exemplar. gezeigt haben. Ja, leider haben wir das Problem, der Karl hat nicht eine ganz so gute Verbindung. Also die Technik ist nicht ganz so toll. Aber ich blende solche mal ein, sonst mache ich es nachher Bild in Bild. Können wir auch nochmal, sagst du mir nochmal, wo die Bilder am besten Super. rein sollen. Genau, ja, Super, was super. natürlich super interessant ist, also im Endeffekt hast du bei deinem, also in Rumänien jetzt vor allen Dingen, also was hast du überhaupt an Stallungen? Also bei den Rindern hast du, glaube ich, gesagt, hast du gar keine Stallung, ne? Ja, es ist so, da muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt in Österreich, in Deutschland ist es gar nicht mehr erlaubt, also vom Gesetzgeber, ohne Stall zu arbeiten. Ja, also da kann dir sofort das Veterinäramt die Tiere abnehmen. Das ist mittlerweile in Rumänien auch so. Ich hangle mich da noch so durch, ja. Aber Stallungen im klassischen Sinne habe ich nicht, also für gar keine Tiere. Wir haben nur Unterstände, die mobil sind, die aber zum Beispiel von den Rindern gar nicht genutzt werden. Also die sind nur für den Gesetzgeber mehr oder weniger. Ja, also die Tiere sind das ganze Jahr im Freiland, die gehen unter die Bäume, gehen in den Wald Also und die wollen den müssen Stall aber, gar nicht. die wollen den Stall gar nicht. Genauso ist Ja. es. Also da muss man auch dazu sagen, wir haben sehr, sehr milde Winter. Es wäre viel, viel besser, wir hätten mehr Kälte. Also die Rinder können ohne Probleme 20 Grad minus im Freien, das spielt überhaupt keine Rolle. Da ist viel schlechter, wie wir es jetzt haben, dass wir Plusgrade haben So und feucht, ne? eher feucht Regen und dann wird natürlich viel Matsch und da wäre es viel besser, es ist gefroren und du streust einen Strohballen hin und die liegen ganz relaxed da schön im Strohbett Ja. und ja, da ist es viel anstrengender, mühsamer und ja, man muss vielleicht auch erklären, für Leute, die Rumänien nicht kennen, die Flächen wurden ja hier größtenteils zusammengelegt, von der Geschichte her, seit im Kommunismus. Und die Menschen leben in den Dörfern, also es gibt keine Einzelgehöfte. Ja, das gibt es maximal nur in den Bergen ganz entlegen, dort schon, aber bei mir in der Gegend nicht. Also, und die Flächen, die sind vom Dorf draußen, also meine Flächen sind vom Dorf weg 3 bis 6 Kilometer. Und da gibt es auch keine befestigten Wege dorthin. Also da sind nur Feldwege unbefestigt. Und wenn es regnet, ist natürlich das eine schöne Schlammschlacht da Das ist mit dem Lehm. Ja. Also ja. da heißt zu Fuß gehen oder man braucht einen guten Traktor mit gutem Allrad, sonst geht da nichts. Und wir haben ein hügeliges Gebiet und dadurch zieht das Wasser eigentlich ab. Also Rumänien hat ja auch sehr viele Gebiete, die sehr, sehr eben sind, wo das Wasser natürlich dann gar nicht wegkommt.
Dort wird es natürlich dann wirklich mühsam, also wenn du da keinen Stall nicht hast, also da brauchst du auf alle Fälle befestigte Fläche. Bei mir ist es so, dass eben das Ganze, wie gesagt, hügelig ist und die Tiere können ausweichen und das Wasser zieht weg und dadurch bleibt es natürlich oben natürlich auch trocken. Und im Sommer ist der Vorteil auch, dass es oben der Wind immer etwas Wind zieht und da legen sie sich mehr oben hin als wie im Tal, weil da immer eine leichte Brise natürlich geht und das gefällt ihnen viel besser. Und außerdem die Rinder, die wollen immer gerne einen Ausblick haben, die wollen immer irgendwie eine Übersicht haben. Und wenn sie sich oben drauf hinlegen, dann sehen die natürlich da weit. Ja, und ich habe auch mehrere Tierarten. Da habe ich, glaube ich, auch ein Foto irgendwo, wo man Rinder, Pferde, Esel und Schweine gleichzeitig sieht. Das ist natürlich auch vielleicht selten anzutreffen, dass das geht, dass man die eben vergesellschaften kann. Und ja, Pferde und Esel sind immer auch dabei, weil die natürlich dann auch noch andere Pflanzenarten fressen oder eben dort fressen, wo dann die Mist von den Rindern ist. Und die kommen da auch mit diesen extensiven, ja, das sind zwei Huzulenpferde, das sind auch eine seltene, ganz robuste Pferderasse. Die sind ein bisschen ähnlich wie die Konik, die man aus Polen kennt und auch in Deutschland gibt. Einige gibt es auch ein bisschen was in Deutschland an Huzulenpferden. Das ist eine alte österreichische Rasse, die auch hier in Rumänien gezüchtet worden ist und auch heute noch existiert, ein Gestüt. Ja, das sieht man auch, die Akazien, also die Robinien. Und im Hintergrund haben wir einfach eine Fanganlage. Wir müssen ja natürlich auch Ohrmarken einziehen. Das ist auch leider Vorschrift auch in Rumänien. Und das machen wir gleich. Kälber einzusammeln, die Ohrmarke zu verpassen und zur Kontrolle, wenn natürlich jetzt irgendwie die Ämter kommen und die Tiere sehen wollen, dann müssen wir die nicht präsentieren. Und dazu haben wir eine Korallanlage oder eben, wenn die mal Parasiten behandelt werden oder etwas verkauft wird. Aber ansonsten, die Tiere machen das alles selber. Wir haben da Angusrinder und Mischlinge mit Angus und züchten hier eben auch auf Robustheit, Widerstandsfähigkeit, das sind also und Charakter, das sind die wichtigsten Parameter. Entsprechend gute Fundamente, gute Klauen. Die Tiere müssen sehr weit gehen, die müssen zu den Wasserstellen, ja, ein paar Kilometer zurücklegen. Und dadurch braucht es einfach Tiere und Tiere, die eben mit diesem Futter, mit diesem relativ schlechten Futter natürlich gut zurechtkommen. Also es gibt bei mir keine Maissilage und kein Kraftfutter. Ja. Die Ja, kriegen genau, im weil die Winter gibt's das, was nur das Heu. Tier normalerweise auch fressen würde, ne? Ganz genau, Ja. ganz genau. Also, Und die gehen immer, ja, bitte. die gehen auch dran, also auch an die Blätter. Also das ist natürlich auch was Ungewöhnliches, was man sonst natürlich kaum wo sieht, außer in Österreich oder ja im Allgäu, wenn die Rinder auf der Alm sind. Rinder sind einfach Waldtiere, die wollen und fressen wahnsinnig große Mengen an Blätter von Bäumen. Und die lieben also die Robinienblätter, also die sind auch eiweißreich, aber auch von anderen Baumarten wird da gefressen. So hoch die mit den Köpfen können, wird da also durchgeputzt und das Wie erweitert ist natürlich auch. es? Ich bin da wirklich überhaupt gar kein Fachmann, deswegen habe ich dich auch heute hier. Ist es nicht grundsätzlich so, dass alle Rinder davon dann auch an sich fressen könnten, wenn denn überhaupt so grün da wäre? Ja, natürlich, Ja. natürlich. Das, Ja. auch Schafe, Ziegen, die würden natürlich auch Laubblätter, man hat ja früher extra auch Laub geschnitten und getrocknet und dann im Winter natürlich auch beigegeben. Aber das ist natürlich alles verschwunden. Man kennt natürlich heute nur mehr größtenteils landab, landauf Silagetechnik, was anderes gibt es kaum. Ja. Ja. Also was ich nochmal von dir wissen wollen würde, es ist ja auch dieses Energiethema ist ja mal ein riesiges, auch in der Landwirtschaft. Du hast jetzt ja eigentlich Techniken,
von der Produktivität her, du brauchst ja eigentlich ganz wenig Energie. Deine Tiere sind beim Futter. Das Futter muss nicht hingebracht werden. Im Winter fährst du mal einen Heuballen hin, den du wahrscheinlich von denselben Flächen holst, wo du deine Rinder im Sommer hast. Vermute ich Genau. jetzt mal, ne? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, wie sich das auch ergeben hat, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin. Ich habe keinen Betrieb ererbt und auch nicht kein großes Kapital, kein großes Startkapital gehabt. Und heute, wenn man jetzt schaut, brauchst du, sind so Faustzahlen pro Kuhplatz, wenn du einen Stall baust, an die 25.000, 30.000 Euro. Ja, also wenn du für 40 Kühe sind 1,5 Millionen weg und dann hast du noch keine Güllegrube und noch kein Traktor. Das kannst du in, ja, wie sollst du das noch erwirtschaften? Ja, es ist ja ohnehin ein Phänomen, dass so viele Bauern das noch machen. Und ich musste mir natürlich was einfallen lassen von auch schon in Österreich. Wie geht das? Wie kann man natürlich da jetzt artgerechte Tierhaltung machen und so wenig Kostenaufwand. Also ich habe versucht, immer also mein Geld in die Tiere zu investieren, auch in der Technik, so wenig Technik wie möglich, nur das Notwendigste. Und so eben für die Schweine eben diese mobile Schweinehütten. Da bist du 1.500 Euro und Geld oder 15 Jahre. Das sind überschaubare Beträge, die dann auch wieder irgendwo zu erwirtschaften sind. Und bei den Rindern ist es natürlich ähnlich. Und ich versuche hier möglichst Low Input zu machen, möglichst wenig natürlich da jetzt an Energie zu investieren und trotzdem eben was rauszuholen. Also es gibt eben nur den Elektrozaun und wie gesagt im Winter eben Heuballen, die da zugefüttert werden. Ansonsten da gibt es keine Beleuchtung, keine Klimaanlage, kein Schrapper, keine Entmistung. Ja, alles, was da sonst so überall losgeht, ja. Was ich Und mich ja auch immer frage bei der ganzen Tierhalterei, ist, die Tiere, die waren ja früher auch irgendwie da. Und bei dir sieht man halt schön, dass die auch klarkommen, wieder so wie es früher war. Wenn nicht diese ganzen verrückten Auflagen noch wären, wäre es wahrscheinlich, also höre ich so ein bisschen raus, für dich auch wesentlich einfacher. Wie gesagt, da kommen wir am Ende nochmal zu, da frage ich dich nochmal explizit nach diesen ganzen Verordnungen, was du davon hältst. Aber erzähl doch ja. nochmal ein bisschen, im Buch steht auch drinne. Du hast auch Herdenschutzhunde. Wie ist es eigentlich? Weil ich höre immer so ein bisschen, hier in Deutschland sind die Schäfer und so alle nur nah, das geht gar nicht und unmöglich. Und in Rumänien haben sie dann alle ihre Herdenschutzhunde. Aber da kannst du ja auch einiges zu erzählen wahrscheinlich, ne? Also wie nutzt du die und was für ein Teil von deinem Ja, System sind die da? da könnte man wahrscheinlich eine eigene Sendung machen. Du wirst wahrscheinlich jetzt vielleicht enttäuscht sein, wenn ich dir sage, dass ich von dem Ganzen, was hier in Deutschland aufgeführt wird, gar nichts halte und es auch in Rumänien nur sehr, 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 sehr bedingt funktioniert oder gar nicht funktioniert und sehr, sehr hohe Kollateralschäden gibt. Und Erzähl mal. ja, die lieben Lupis, also die Wölfe, die greifen einfach auch an, wenn Herdenschutzhunde da sind und wenn auch Elektrozäune da sind. Und die greifen auch, wenn sie wollen, am Tag an und die Schakale spazieren auch am helllichten Tag durch die Herde durch. Und wenn dann nicht gerade eine Kuh am Kalben ist und du bist nicht dabei, oder das passiert natürlich meistens in der Nacht, da ist die Kuh relativ wehrlos und das Kalb ist ganz schnell weg. Ja. Also auch trotz Herdenschutzhund. Und ja, die Herdenschutzhunde, die halt dann im Westen nicht funktionieren, wo kommen die dann hin? Man darf nicht vergessen, die ganzen Kosten, die natürlich anfallen, was ein Herdenschutzhund auch frisst, nur was der frisst. Nicht jeder ist dann dazu geeignet. Also es dauert zum Beispiel irrsinnig lange, einen Hund so weit zu haben, dass der bei der Herde bleibt und nicht mit mir ins Dorf marschiert oder hinterm Auto oder hinterm Traktor nachläuft. Ja, auf der anderen Seite soll ich den Hund aber irgendwo ja so nahe drankommen, dass ich ihn entwurmen kann, dass ich ihn füttern kann.
Also das alleine ist schon eine riesengroße Herausforderung. Und also es klappt zum Beispiel, bei mir hat es nicht geklappt, wenn ich den täglich füttere. Ja, also das darfst du im Westen ja kaum erzählen, ja, der Hund kriegt jetzt nicht jeden Tag was zu fressen. Weil der sonst sofort ja natürlich verbindet, Mensch kommt, ich krieg Futter. Ja, das ist die einfachste, kleinste Regel. Und deswegen musst du dann natürlich entweder mit Hundefutter, mit Automaten arbeiten oder natürlich jetzt nur alle 2 Tage, größere Menge natürlich dann. Und das ist natürlich schon eine riesengroße Herausforderung. Und natürlich die Herdenschutzhunde, die verteidigen natürlich gegen alles. Ja, also der verteidigt, der nimmt halt, wenn er dann wirklich drauf scharf ist, dann tötet der halt auch einen Dachs oder einen Fuchs. Ja. Oder wenn der was findet, dann ist halt auch der Hase oder die Küken von den Fasanen, von den Bodenbrütern und so weiter dran. Und gerade bei den Rumänen, die natürlich früher hat man natürlich gefüttert, was haben die Herdenschutzhunde bekommen? Der Mamaliga, also das ist Maismehl, ja, also Polenta in Deutschland. Und die Molke von der Käserei, ja, damit wurden die Hunde gefüttert. Mehr gab es da nicht. Ja, ja, das ist eine riesengroße Herausforderung. Und leider, die Wölfe lernen natürlich auch, die Populationen werden immer größer. Und wenn sie nicht wirklich scharf vergrämt werden oder entnommen werden, ja, also ich sehe das im Westen und auch natürlich hier in Rumänien genauso. Das führt zu Eskalation und das führt nur zu langfristig, dass die Weidetierhaltung aufgegeben wird. Also es ist eine reine Agenda und das ist chancenlos. Zugute kommt, dass der Agroindustrie, die alles im Stall macht. Ja, das muss man ganz Sehr einfach so spannend. sehen. Also das Also hätte ich das. jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass du das, also sehr spannend. Also aus deiner Sicht, einfach aus der praktischen Erfahrung heraus, muss man den Wolf begrenzen, damit die Ja, unbedingt. Weidetierhaltung parallel dazu funktioniert. Geht nicht anders. Die Bären genauso. Also Bärenpopulation zum Beispiel in Rumänien steigt exponentiell. Also und ja, es gibt ganze Landstriche, wo in Berggebieten, wo nur mehr alte Omas und Opas leben und die sich natürlich nicht mehr helfen können. Ja, da gab es natürlich immer wieder natürlich auch ungeschriebene Gesetze, wo man natürlich gesagt hat, okay, wenn der näher als 3 Kilometer zum Dorf kommt, naja, dann werden da zu Mitteln gegriffen, die jetzt auch nicht erlaubt sind. Und das ist aber auch kaum mehr, weil natürlich die jungen Leute weg sind. Und wenn der einmal gelernt hat, dann kommt der immer wieder und dann ist natürlich der Schafstall ruiniert und die Bienenstöcke kaputt und so weiter und so fort. Und da baust du auch kein Gemüse mehr an und gar nichts. Also ja, das und leider sehr schlimm bei mir sind mittlerweile die Population der Schakale. Also die sind sehr, sehr schlimm. Also da geht es noch ein bisschen teilweise noch besser mit den Wölfen, weil die jetzt in den letzten Jahren die Winter nicht so stark waren. Und teils, das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Ich hatte Kuhglocken bei meinen Rindern drauf, also eh noch, auch noch immer. Eher ein bisschen ungewöhnlich. Die Angusrinde, das kennen wir in Deutschland nicht so, aber ja, in Österreich, auf den Almen ist das überall üblich. Und wenn so eine Kuh angreift und auf den Wolf zukommt mit dem Kopf, dann bimmelt das natürlich ungeheuerlich. Und das hat sie am Anfang. Hat das gewirkt? Das waren die Glocken. Also das hat ihnen gar nicht getaugt. Aber nach ein paar Jahren haben die auch gelernt, das ist ihnen egal. Genauso, wenn da ein Traktor läuft, also da läuft der Traktor und du hast sie 100 Meter weg, also und die bleiben stehen und die wissen genau, das macht uns gar nichts. Ja. Naja, das ist nicht so einfach. Also da gibt es auch bei Sehr mir spannend. jährlich Verluste. Ja. Und Naja, man kann gut. natürlich die Rinder schon
sehr aggressiv züchten, sehr aggressive Linien, nur mit denen kannst du dann auch kaum mehr arbeiten. Ja, also das ist eine Gefahr für die Menschen. Ja, das Gleiche ist auch bei den Hunden. Wenn der natürlich zu scharf ist, dann greift er natürlich auch jeden Menschen an, der dort vorbeigeht oder vorbeikommt. Und den Hund kannst du natürlich dann auch wieder nicht brauchen. Ja, also das ist schon eine große Gratwanderung. Ja. Und der Hund muss natürlich Okay. von alleine arbeiten. Ja, aber da könnte man, wie gesagt, lange. Also ich bin dafür, man muss da Grenzen setzen. Ja, und das wird auch in Deutschland und Österreich nicht anders gehen. Ja, Sonst. ja. Das heißt, es muss ein Miteinander geben, aber man muss halt wirklich gucken, was macht, man muss es beobachten, was macht der Wolf, wie stark breitet er sich aus. Und dass man sagt, der Wolf, der darf jetzt und der darf nicht gejagt werden und unbegrenzt, das hältst du für eine Utopie, oder? Nee. Utopie und es ist ja auch so, dass das ja nur eine einzige Art jetzt fördert und viele, viele andere Arten in Mitleidenschaft gezogen werden. Also wir können das jetzt schon beobachten, dass du zum Beispiel, die sind zwar angesiedelt worden, die Mufflons, die Mufflon-Populationen von den Wölfen schon weggefressen sind und das wird weitergehen mit Steinwild, das wird Auswirkungen haben auf Auerhuhn, auf Schneehuhn, auf Schneehasen und so weiter. Also ja, alles, Meinst du nicht, was er dass da natürlich kriegen irgendwann kann. sich ein Gleichgewicht einpendeln würde? Oder? Nee. Nee. Dafür ist unsere Nee. nicht Natur nicht mehr intakt genug, dass das gehen würde wahrscheinlich. Oder wie siehst du Nee. das? Nee. Ja. Also für Und den natürlich natürlichen das. Ausgleich fehlen intakte Systeme wahrscheinlich, ne? Da ist da, da man hat das gesehen, nicht einmal in Finnland oder in Schweden, also wo wirklich also sehr dünn besiedeltes Land ist, in Russland, überall hat man, wo man auch zeitweise aufgehört hat, mit den Entnahmen, hat man wieder angefangen zu entnehmen, weil es einfach anders nicht geht. Ja? Und der braucht einfach auch einen Respekt. Wenn der keinen Respekt kriegt, wenn so lernen die immer näher zu kommen, immer näher zu kommen. Und das Leichteste ist natürlich, sind natürlich die Weidetiere, sind die Schafe, sind die Ziegen, was auch immer. Und ja, man sieht es mal, die Aufrüstung läuft ja und du kannst keine 4 Meter hohen Zäune bauen, ja, wie das im Zoo ist, dass der nicht rauskommt. Ja, Und Wahnsinn. man Okay. hat ja am Anfang gesehen, 70, 80 Zentimeter, 1 Meter, jetzt sind die schon, keine Ahnung, bei 1,5 Meter, selbst in Wildgehegen, also die 2 Meter, 2,50 Meter Zaun haben, gehen sie drüber, ja, also. Wahnsinn. Ja, also was ich mich eh mal gefragt habe, ich meine, so ein Wolf ist ja ein massiges, sehr fittes Tier, wie da so ein Herdenschutzhund dem Parole bieten soll. Ich habe dann immer gesagt, na gut, er ist groß und bullig. Vielleicht geht es, aber ich habe da immer schon meine Skepsis gehabt, weil der Wolf dann doch als wildes Tier eine ganz andere Nummer ist. Ja, Ja. vor allem geht es nicht. Du brauchst dann auch ganz kurz noch ein, zwei Sätze. Ja, bitte, Du bitte. brauchst dann natürlich mehrere Hunde. Mit einem geht es ohnehin nicht, weil natürlich Ja. jetzt ja dann auch der Wolf im Rudel angreift, also mit zwei, drei, vier. Und dann ist einer alleine sowieso, hat er keine Chance. Und ja, dann darf man auch nicht vergessen, wenn es natürlich zum Kampf kommt, dann kommt es, wenn auch der Hund überlebt. Ja, dann ist der oftmals schwer verletzt. Ja, das darf man natürlich alles nicht außer Acht lassen. Also, dass da ja auch im Tierschutz wahnsinnig das Tier ja auch leidet. Und du musst den natürlich dann wieder zusammenflicken. Also, das heißt, der muss operiert werden, im Westen mehrere tausend Euro fürs eine Operation und so weiter und so fort. Und dann muss man sich in Frage stellen, ja, in welcher Relation steht das Ganze dann einfach? Für ein paar Rinder, für ein paar Schafe und ich denke, da werden die Aufwand meisten nutzen, Bauern, ja. genau, werden das Ja, sagen, ja, das ja. machen wir nicht mehr mit. Gut, jetzt So. kommen wir zu den positiveren Sachen. Wobei ich finde das auch wichtig, also ich fand das sehr spannend jetzt gerade, weil das für mich vieles geklärt hat. Also auch in zukünftigen Gesprächen, falls das Thema wieder aufkommt. Ich habe mal hier jemanden im Dorf gesprochen, der war auch der Meinung, der Wolf, den musst du, da war ich damals noch sehr überzeugt, dass das Quatsch ist. Vielen Dank, dass du da meine Ja, Meinung ist korrigiert hast, natürlich, ja. natürlich wird sich das schön anhören, wenn man da sagt, ja, so und so läuft es, aber ich bin da lieber
bei Ehrlichkeit und bei der Kirche im Dorf lassen als Ja. Das heißt ja auch Wundermärchenlektion. nicht, du sagst ja auch nicht, der Wolf muss weg, sondern man muss halt wirklich einfach Nee. das beobachten halt, Ja, ne? der muss einfach eine Scheu haben, dass er einfach nicht zum Mensch, zu den Gehöften, zu den Weidetieren rankommt. Ja, der muss Ja. so wie auch Populationen ja mal da waren, dass der wirklich sehr scheu war, aber das ist mittlerweile nicht mehr. Dann kommen wir jetzt zum positiven Thema, das man eigentlich mit dem Wolf direkt verbinden kann, finde ich. Also das Ding ist ja, deine Tiere stehen bei ihrem Futter. Das heißt, du musst keine Monokultur Mais und so weiter anbauen, was eigentlich eh nichts für die Tiere ist, weil das hatten wir ja schon, also dass die Kuh eigentlich kein Maisfresser ist, sondern Raufutterfresser, ne? Oder halt Laub und so weiter. Und eigentlich aus ihrem natürlichen Lebensumfeld entzogen wird. Und dann wird das auch noch, oh gut, da kommen wir am Ende zu, dann muss sie noch im Stall stehen. Und jetzt bin ich ja der Meinung, da kannst du dann ja gleich mal was zu sagen. Also auch vor allen Dingen nochmal, wie deine Gelände, wie du das machst, also was da für Pflanzen was du da jetzt auch für Pflanzen die Jahre noch dazu bringen willst. Du hast ja gesagt, du willst noch einiges dazu bringen. Ja, also wie viel Flächen würden dann frei werden? Wo man kein Mais, kein Soja und so weiter anbauen müsste, wenn man wieder die Tiere in produktiven Systemen hält, ja, also die auch von sich aus produktiv sind, wo das Futter vor Ort da ist und die Tiere dann auch von alleine zurechtkommen. Ich meine, klar kann man jetzt irgendwie Heuballen auch nochmal machen und im Winter zufüttern, was halt nicht anders geht, aber diese große Menge an Silage und was da alles ja in riesigen industriellen Maßstab gemacht wird, wäre dann ja nicht mehr nötig und die Flächen würden ja auch wieder frei werden und man könnte ja auch wieder Wildniszone mit reinbringen, ja? Jetzt ohne davon zu reden, dass man weniger Fleisch isst, aber nur die Thematik, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt ja noch jede Menge Flächen, gerade hier in Osteuropa, die einfach nicht bewirtschaftet werden, die brach liegen. Seit vielen, vielen Jahren eher natürlich die extensiveren Flächen, die besseren, die Schwarzerdböden, die sind natürlich Steppe, also monokulturelle Flächen und andere natürlich ist Ah, dort würde Mist. sich natürlich Ganze ganz einfach extensiv mit Tieren. Ja, jetzt hatten wir gerade kurz die Leitung verloren. Setz noch mal neu an zu meiner Frage. Also wie gesagt, wie würden wir da Flächen frei kriegen? Und ja, genau. Weil du warst leider kurz weg. Ja, ich sehe das so, also gerade hier in Osteuropa gibt es wahnsinnig viele Flächen, die noch frei sind, gerade eben die schwächeren Böden, die intensiveren, die besseren Böden, das spricht die Schwarzerdeböden, dort ist Agrarsteppe, dort wird ganz intensiv Landwirtschaft betrieben von großen Agrarkonzernen, teilweise internationalen Konzernen, Chinesen und so weiter, die hier im großen Maßstab, ja, wie man den Begriff hier in Deutschland kennt, Landgrabbing betrieben haben. Und das ist natürlich ganz was anderes, als wenn jetzt ein Ausländer wie ich hier als Familienbetrieb kommt und nachhaltig natürlich einen Betrieb bewirtschaftet und Land bewirtschaftet und den Boden nachhaltig aufbauen will und für Artenvielfalt sorgt und so weiter. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und ja, auf alle Fälle, diese Böden, die da hier noch frei sind, das würde man ja in Deutschland heute ja als Naturschutzflächen oder Naturschutz bezeichnen, was ich da hier mache. Und nur um einige Stufen meiner Meinung nach besser, weil man es der Naturschutz in vielfach, wenn man das beobachtet, so macht, die das ja nur einzäunen und dann die Tiere draufstellen und die dann mit mehr oder weniger sich selbst überlassen. Ja, und das genau das geht eben nicht. Ja, also du musst eben mal verschiedene Koppeln haben, damit sich das Gras auch wieder aufwachsen kann und nicht permanent drauf ist, die Herde unendlich natürlich wächst. Also dadurch hat es ja auch in Deutschland schon mehrfach bei solchen Naturschutzprojekten natürlich Probleme gegeben, weil auf einmal natürlich der Bestand viel zu groß ist. Und ähnliche Probleme sehe ich auch zukommen auf diese
Rehwilding-Aktionen, wo man natürlich verschiedenste Großtiere da wieder in die Wildnis entlässt, weil ich auch diese Bestände managen muss. Und das sehen wir ja auch in den Nationalparks und so weiter, Naturschutzgebieten auch in Afrika, wo du ja auch angesprochen hast, wie das die Farmer dort machen, dass man hier auch totale Übernutzungen größtenteils hat. Und das ist natürlich auch absolut nicht gut. Also das wäre viel besser, wenn das auch gemanagt wird und auch Bestände entnommen werden. Ja, und so, da würde ich viel machen lassen. Also wir sind ja heute überall, jetzt nochmal auch vielleicht auf die Schweine zurückzukommen, wir schmeißen ja mehr Lebensmittel weg, schon bevor sie überhaupt in den Handel, in den Verkauf kommen. Denken wir nur an die Kartoffeln, wie viel das hier aussortiert wird. Die gehen in die Biogasanlagen, die gehen in die Kompostieranlagen. Das wäre alles hochwertiges Futter für die Tiere. Und gerade für diese alten Rassen, die eben gezüchtet sind und minderwertiges Futter eben verwerten können. Zum Beispiel diese Turopolierschweine haben einen dreimal so großen Magen wie ein normales heutiges Hausschwein, das eben nur mit Flüssigfütterung, mit Soja und Mais vollgepumpt wird. Und einen längeren Darm zum Beispiel, weil die eben ganz viel Gras und so weiter eben aufnehmen und dadurch einen größten Verdauungstrakt dazu brauchen. Das Ähnliche ist auch bei den Rindern der Fall, dass wir eben hier Angusrinder haben, die ja Genetik, die teilweise aus Australien, aus Kanada ist, wo ähnliche klimatische Bedingungen herrschen, die sehr angepasst sind und eben ja, minderwertiges Gras da sehr gut verwerten können. Und wir haben gesehen, jetzt mit der Beweidung, mit dem, dass da jetzt Tiere schon 10 Jahre jetzt drauf sind, hat sich auch die Vegetation, die Pflanzenvielfalt extrem verbessert. Also wir haben da kann man vielleicht auch dann nochmal Bilder einblenden, wo Blumenkräuter alles geblüht. Und auch dazu musst du zum Beispiel eben teilweise eben Flächen einige Monate die Tiere wieder wegnehmen, damit überhaupt noch auch wieder Pflanzen hochwachsen können und blühen können. Also ich habe jede Menge zum Beispiel Orchideen jetzt wieder hier. Diese Orchideen brauchen eine Beweidung, weil sonst, wenn alles zuwächst und das Gras oben drüber ist und die Stauden und die alles mit Hagebutten voll ist, da hat die Orchidee gar keine Chance mehr. Ich habe ja, das hat sich die letzten Jahre extrem verbessert und eben Arten etabliert, die vorher gar nicht da waren, obwohl das jetzt 20 Jahre Minimum, könnte man sagen, stillgelegt war. Ja. Aber auch das ist kein Garant für hohe Artenvielfalt. Die hohe Artenvielfalt kommt dann, wenn auch Tiere im Spiel sind, wenn es auch eine Bewirtschaftung gibt. Also ich würde Dann nochmal auf habe ich das, die allerhöchste Artenvielfalt. ja, ich würde mit dir dann nochmal auf das Thema Mobgrazing und holistisches Weidemanagement kommen, weil viele können sich das vielleicht dann besser vorstellen, was das einfach macht. Also wir hatten ja vorhin schon, das hattest du ins Spiel gebracht, dieses Thema. Früher sind halt die Bisons und die großen Herden in Amerika oder auch bei uns die Wisente einfach über die Wiesen gezogen. Die haben dann da selektiv gefressen. Ja, also korrigiere ich, wenn ich was Falsches sage, greifst du bitte ein. Die haben dann dort selektiv gefressen, das, was ihnen gut tut, und mussten nicht alles fressen, um satt zu werden, weil sie sich das ja aussuchen konnten. Und dann ging es ihnen gut, dann haben sie sich hingelegt, haben das Gras auch mal platt gedrückt und dann in Anführungszeichen natürlicherweise gemulcht, was wieder dazu führt, dass dort eine Beschattung, also dass die Feuchtigkeit nicht aus dem Boden so schnell raus kann. Das Gras wächst nach, weil wenn es nur ein bisschen abgefressen wird, dann wächst es viel schneller nach, weil es dann keine Wachstumshemmung hat. Also wenn es komplett runtergefressen wird, dann hört es auf zu wachsen eine gewisse Zeit lang und wächst nicht mehr nach. Wenn man es aber nur kurz anfressen lässt und die Tiere halt weiter können, dann wächst eigentlich relativ schnell oder direkt das Gras wieder nach und teilweise sogar kräftiger. Sie hinterlassen natürlich Dünger, das hatten wir am Anfang schon, und bauen Boden auf. Und so kamen dann diese teilweise meterdicken Humusschichten zustande, dort, wo die Bisons oder die Wisente auch unterwegs waren. Was
leider die Landwirtschaft komplett runtergerockt hat auf, was weiß ich, 10, 20 Zentimeter Humus. So, und das ist halt der Nutzen für den Boden. Und jetzt kannst du ja noch mal ein bisschen erläutern. Das Mob-Grazing und das holistische Weidemanagement ist ja quasi, dass man sich diese Natur, ja, wie die Natur das eigentlich gemacht hat, anguckt und nutzt. Und dann, ja, jetzt erzählst du mal, wie macht man Ja, das? genau. Ganz interessant für jeden Bauer, Genau. der Rinder und, ne? Genau, du sagst es. Ja, ich habe mir das auch angeguckt, wie das kommt ja in erster Linie aus Afrika. Dort haben das die ersten Versuche gemacht. Und dort haben die dann natürlich die Tiere in der Nacht eingepfercht, auch wegen natürlich der Raubtiere. Und dann hast du natürlich dort den Urin und den Kot und eben platt gedrückt. Und dann geht es eben wieder weiter. Und dort hast du natürlich dann den Mist sehr konzentriert und eben auch wieder den Dünger dort. Und eben nicht und dann in Etappen auf hohem Gras. Bei mir ist es so, dass wir das ein bisschen angepasst haben. Also ich pferche die Tiere nicht in der Nacht ein. Das ist hier in Rumänien nur bei den Schafen üblich, wo man das ähnlich macht. Ich hatte auch eine Zeit lang eine große Schafherde, aber mit den Schafen aufgehört, weil eben bei mir da eben auch keine Hirten mehr zu finden sind und auch mit den vierbeinigen und teilweise auch mit den zweibeinigen Wölfen zu kämpfen hatte. Und ja, das ist eben bei den Rindern um einiges leichter. Und bei den Rindern ist Wenn so, ich mache eine, die ja. zweibeinigen Wölfe, Ja, die gibt es natürlich auch in die Rumänien. Wilderer, oder? Ja, dass die natürlich geklaut werden. Ja, Ah, okay, interessant. und da sind natürlich Lämmer oder Schafe sind leichter zu klauen als Rinder zu fangen. Es geht etwas schwieriger. Ja, okay, das ist Ja, also auch ein Problem. das gibt es überall in Osteuropa. Mittlerweile auch in Deutschland und Österreich gibt es auch schon so Geschichten, aber es ist nur am Rande. Ja, ich mache das so, dass ich eine eigene Koppel habe, eine Winterweide, und da lasse ich das Gras also aufwachsen, wenn die kommen da jetzt im November ungefähr rein, und dann können die alles, was da noch über den Sommer gewachsen ist, können die da abfressen. Und dann ist es auf dieser Weide, da kommen dann natürlich ungefähr auch ab November, Dezember kommen dann die Heuballen dazu, über den Winter bis ungefähr März. Und da ist natürlich dann auch alles kahl runtergefressen. Da ist dann komplett runter. Es schaut dann aus wie im Westen, ja, eine Kurzrasenweide. Und dann gehen die im März, April, gehen die von dort auf eine andere Weide und dann immer etappenweise weiter. Es sind natürlich schon gleich mal Flächen, jeweils gleich mal 10, 20 Hektar große Terrains, und auf die größte Fläche, wo dann ungefähr 80 Hektar auf einen Schlag sind, wo die über den Sommer dann sind, weil ich natürlich auch die Wasserstellen brauche. Und sonst muss man natürlich wieder Wasser transportieren, und das ist natürlich dann auch wieder alles viel, viel Arbeit. Und da habe ich eine Wasserstelle eben auf der Winterweide und eine große Wasserstelle auf einer Sommerweide. Und so kann ich das Ganze etwas regulieren. Und mit den die Futterraufen, die sind mobil, die sind zum Umsetzen. Und dadurch steuert dich natürlich auch etwas, weil natürlich gerade um die Futterraufen im Winter, gerade jetzt in der feuchten Jahreszeit, dort natürlich Trittschäden dann auftreten und natürlich dort auch viel Hahn und Kot abgesetzt wird. Ja. Und da kann ich dann im Frühling mit der Egge drüber fahren und das einecken und dann wieder auch einsehen. Und dann wächst natürlich dort wunderbar mit entsprechend hoch der Dünger, was dort ist, der Mist, der dort ist, kommt dann da auch der Klee und Gras. Und ja, das ist jetzt so ganz im Kurzen, so wie Das ich das heißt hier also, appliziere. du machst, also es gibt ja in Deutschland Landwirte, die das probieren gerade sehr intensiv, dieses Mob-Grazing, wo sie wirklich halt Flächen abstecken und ich glaube jeden Tag mehrfach wechseln. Das machst du nicht, ist bei dir aber auch, glaube ich, gar nicht umsetzbar, ne? Das mache ich nicht aus zwei Gründen. Zum einen habe ich nicht so ein intensives Gras, wie das in Deutschland ist, aufgrund einfach des Bodens und der Niederschläge.
Das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist, ich muss dann ständig auch natürlich mit dem Wasser natürlich schauen. Ja, du musst wieder das Wasser dorthin bringen. Und das Ja. ist auch wieder ein großer Aufwand. Und solange die Brunnen ergiebig sind, kurzzeitig kommt es dann meistens mal auch so im August, wo dann auch zu wenig Wasser ist, dann muss ich ohnehin auch Wasser transportieren mit dem Traktor. Aber ansonsten schaue ich, dass die möglichst, also die Rinder direkt zu den Wasserstellen gehen können, ja, und lasse dann einen Korridor frei. Und dann ist es ja schon so, dass es ja im Grün, eigentlich hast du nur die Phase von März bis, ja, Juli, also Anfang Juli ungefähr. Und Juli, August, September ist eigentlich trocken. Ja. Dann, wenn es je nachdem, je nach Jahr, fängt es im September oder im Oktober wieder zu regnen an, dann kommt da noch mal ein bisschen was Grünes nach. Aber sonst so muss ich natürlich da jetzt auch mit dem Aufwuchs, der erste Schnitt eigentlich, wie man jetzt im Westen sagt, der jetzt ja so stehen bleiben muss, damit ich die Tiere auch über den Sommer abfressen lassen kann. Ja. Und da hast du natürlich dann auch Gräser und Pflanzen, die natürlich auch schon abblühen, weil es soll auch wieder was abblühen, dass auch wieder Samen wieder auch auf den Boden kommen. Ja, sicher, dass es wieder neu aufgehen kann. Also ich höre daraus, es Genau. ist alles, man muss es gut planen, aber es ist ein extrem viel geringer Energieaufwand, als es ja, meistens betrieben wird. Man braucht keinen Stall. Man hat eine höhere Artenvielfalt, also ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen. Man hat einen besseren, also man hat einen Bodenaufbau tatsächlich, also der Boden wird aufgebaut. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, noch Landwirtschaft mit einbeziehen würde, also Feldfrüchte mit einbeziehen würde, könnte man das ja, wenn man wollte, auch. Man müsste halt, also kannst du ja nochmal sagen, machst du glaube ich nicht, ne? Aber könnte man das im Zweifel auch und müsste dann halt die Flächen so planen, dass es halt mit durchrotiert. So. Ne? Genau, ganz genau. Ja. Da ist natürlich jetzt bei den Feldern natürlich auch immer wieder die Wassergeschichte, wo kommt man natürlich ans Wasser dran. Das muss man natürlich sehen. Und man Ja. muss natürlich bei mir, wie das bei mir läuft, immer natürlich irgendwie flexibel sein, immer noch einen Plan B haben, weil du kannst noch so gut planen, aber wenn das Wetter ganz anders mitspielt, dann musst du dir einfach Dann immer ist wieder es was so. einfallen lassen. Und so ist es. Und wir haben hier das Glück, dass ich hier ja Fläche genug zur Verfügung habe, dass ich jetzt nicht jetzt so auf dem Limit bin, der Tierbestand so hoch ist, dass ich unbedingt jetzt das jetzt rausholen muss. Ja, wenn es jetzt ein paar Wochen länger nicht regnet, mein Gott, regnet es halt nicht. Irgendwo haben wir schon noch eine Parzelle, wo da Gras drauf ist, ja. Im Westen, da musst du natürlich sofort, musst du die Tiere in den Stall holen, da musst du natürlich dann schauen, wie kann ich jetzt ein Futter dorthin bringen und so weiter, weil natürlich auch die Flächen ganz maximiert natürlich jetzt vom Tierbestand ausgelastet sind. Und wenn natürlich dann, wie wir es ja auch schon gehabt haben, jetzt die letzten Jahre, dass in Deutschland und Österreich gewisse Gebiete ja extrem trocken war, heiß war, ja, dann war überall sofort das Jammern groß und die müssen über Heu kaufen und Heu aus Polen und sonst irgendwo ran schaffen. Das ist natürlich hier ein bisschen geringer, die Problematik, weil ich gar nicht so einen hohen Tierbesatz drauf habe. Ja. Ja. Ja, vielleicht kann Ja. man darauf auch hinweisen, wenn irgendjemand Eigenwerbung, irgendjemand eine Beratung haben möchte, jederzeit gerne. Alles, was irgendwie mit Witzig. alten Das Rassen ist ja Freiland witzig, halt da zu weil tun hat. die Frage hätte ich an dich am Ende eh noch, weil ich habe da noch jemanden, der will eine Beratung von dir tatsächlich haben. Witzigerweise kam das noch die Tage rein und Ja, ja, aber freut mich. vorweg machen wir noch ein bisschen weiter. Meine Frage an dich wäre jetzt, wenn du jetzt in Deutschland große Flächen hättest oder generell auch einen Einfluss darauf hättest, was sinnvoll wäre, wie würdest du ja, Fleischerzeugung könnte man, also es ist ja am Ende schon auch, ja, also wird Fleisch erzeugt, indem man die Tiere halt, ja, züchtet, hält, wie man das auch immer nennen will. Wie würdest du das organisieren, damit es A, also jetzt auch in Deutschland oder auf anderen Flächen, generell auch in Zukunft auch bei dir, wie würdest du das regeln, damit A, die Natur geschont wird, die Tiere gut klarkommen und ein gutes Leben haben,
Ja, und also damit es einfach das Zusammenspiel von Natur und Ertrag auch einfach passt, ist das, wie es jetzt in Deutschland und so weiter läuft, gut? Oder was würdest du machen, um das zu verändern, ohne jetzt mit, ja. Ich glaube, wir sind uns einig, dass da ganz vieles schiefläuft in Europa oder weltweit. Wir haben natürlich, wir wissen beide, wir haben eine sehr, sehr intensive Tierhaltung, ja, die sicherlich nicht, wenn man das Wort jetzt benutzen will, wo Tierwohl, was mir persönlich gar nicht gefällt, ja, weil das auch natürlich wieder ausgeschlachtet wird. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Platz jetzt dann so ein Schwein oder ein Rind beim Tierwohl hat oder ein Geflügel ist, zum Beispiel ganz, ganz schlimm auch. Ja, dann muss man sich natürlich Gedanken machen. Und immer natürlich, das ist ja der Grundsatz in der Permakultur, der Agroforest, man muss sich natürlich mal anschauen, welche Basis hat man da, welche Böden hat man, welche Niederschläge, welche Hofstruktur, welche Flächenstruktur und Gebäude und, was hat man da zur Verfügung, um dann eben das Maximum für Mensch und Tier und Natur rauszuholen. Ja, das müsste der Ansatz meiner Meinung nach sein. Und ja, genauso wie es in der Permakultur ist, ist natürlich auch da mit Tierhaltung, kann man auch ganz klein schon anfangen. Wenn man jetzt sieht, wenn man jetzt durch österreichische Wohnsiedlungen geht, stoßt man drauf, dass mittlerweile bei jedem zweiten, dritten Haus es wieder Hühner gibt. Ja? Von 3 bis 5 bis 10 Stück. Das wäre noch vor 10, vor 20 Jahren völlig undenkbar gewesen. Und der nur eine Wohnung hat, eben vielleicht seine Kräuter am Balkon oder auf der Fensterbank anbaut. Und ja, unbedingt bräuchte es halt aus dem urbanen Bereich auch Menschen, die meiner Meinung nach auf die Landwirte, auf die Bauern zugehen und gemeinsam mit den Bauern Konzepte entwickeln und sich für ihre Lebensmittel, Mittel zum Leben darum kümmern, ja, und weg von den Nahrungsmitteln, von den Füllstoffen und weg auch von der Erwartung, dass der Dass man nur Bauer, der konsumiert, Produzent, sondern ja. ganz genau, also das ist ja auch ein ganz, für mich ein ganz schlimmes Wort, in Deutschland ist der Verbraucher, ja, also Österreicher, im konventionellen Bereich benutzt man das schon gar nicht. Aber wenn ich nur einen Fernseher, wenn du den anmachst, verbrauche, es ist ganz, ganz, ganz fürchterlich, meiner Meinung nach. Und Konsument ist schon schlimm. Ich würde das ganz anders aufbauen, aber dazu braucht es halt natürlich eine Einstellung, ja, dass man sich eben, dass es eine Hohlschuld ist, dass man gutwertige Lebensmittel hat. Das ist keine Bringschuld auf die Politik oder auf irgendjemand, braucht man sich da nicht verlassen. Also wenn man das möchte, muss man das selber in die Hand nehmen. Und das geht halt ja von der Fensterbank bis zum Selbsterntefeld, bis zur Community, die sagt, hey hoppla, wir sind hier 20 Leute und wir kaufen gemeinsam einen Ochsen, das uns gefällt, wie der gehalten wird. Und der Bauer oder der Farmer hat natürlich dann den Ochsen auf einmal alles weg. Und nicht, dass der jetzt rumlaufen muss und muss jetzt zwei Schnitzel auf der Tasse verkaufen und sich Kunden Ja. suchen, weil dazu hat er gar keine Zeit. Und ja, das wären eben Ansätze, in die Richtung es gehen könnte. Und da gibt es ja auch schon einige Initiativen, aber natürlich im Großen und Ganzen noch viel, viel zu wenig. Also im Endeffekt sagst du mehr Selbstverantwortung wieder, ne? Also anders geht's ja nicht, denke ich auch. Also ich meine auch die Anders geht's nicht. Anders Schlachtereibetriebe. geht's nicht. Ja, also nicht billig, billig, Anders geht's nicht. sondern gucken, wo kommt's her. Ja, Ja. es wäre gar nicht unbedingt die Preisgeschichte. Der Preis oder teuer wird es dann, wenn natürlich die Leute sich natürlich alles natürlich bis zur Nase präsentieren lassen. Wenn du heute, egal ob das jetzt im Gemüsebereich ist oder auch im Tierbereich, wenn du da zu den Bauern gehst, sagst, hey, können wir da die Kartoffeln mitsortieren oder was dann nachsammeln oder sonst was, dann kannst du da
Kartoffeln für eine ganze Familie ein paar hundert Kilo ganz günstig kriegen. Wenn du natürlich glaubst, du musst natürlich zum Supermarkt gehen, ja, dann wird es dir der Supermarkt eben so verkaufen. Und wenn du nur ein Schnitzel und ein Filet haben willst und das ein paar hundert Grammweise, ja, dann wird es halt teuer. Aber wenn du das sagst, okay, hey, wir sind mehrere Leute zusammen, wir kaufen dann gemeinsam ein Schwein oder ein ganzes Rind oder wenigstens ein halbes, dann wird das pro Kilo und das alles wunderbare Produkte und Spezialitäten draus zu machen, im Verhältnis pro Kilo wird das gar nicht teuer sein. Ja. Aber Weil der da Bauer braucht es halt natürlich alles an einen verkaufen Engagement. kann. Ja. Genau, aber da braucht es natürlich Engagement. Ja. Da müssen Hm. natürlich die Interessenten, die sogenannten Konsumenten, da mitmachen. Ja. Gut, dann würde ich noch ein letztes schweres Thema mit dir abhaken wollen. Dann sind wir auch fast durch. Was siehst du denn als größtes Hindernis, dass sich was zum Positiven da wendet bei der Haltung oder bei dem Management, wie man Tiere hält? Und in welchem Zusammenhang dazu siehst du diese ganzen EU-Verordnungen und Gesetze? Also, wenn ich die letzten Jahre so überlege, habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese ganzen Verordnungen zu 80% mindestens den Bauern und den ganzen Leuten, die mit Lebensmittelproduktion zu tun haben, nur schadet. Ja, das war ja natürlich so gewollt, weil die Erzeuger, die Bauern, die Landwirte ja getrieben worden sind und abhängig gemacht worden sind von dem Agrarsystem, von dem Fördersystem. Und davon muss man wegkommen. Ja, damit kommt natürlich die überbordete Bürokratie. Und es wird sich jetzt meiner Meinung nach in der Zukunft zeigen, wie weit das noch sich treiben lässt. Wir sehen jetzt, ja, du weißt, die Inflation, diese und jene Geschichten, das passt auch hier mit dem ganzen Subventionssystem nicht mehr zusammen. Also die waren immer unter Druck, meiner Meinung nach. Kann das nur langfristig auflösen muss. Ja. Also die Bauern sind ja schon lange nicht mehr frei, wie sie mal waren. Die müssen unabhängig von den Dokumentationen, heute dürfen sie dies, morgen dürfen sie das oder eben auch dürfen sie es nicht. Und ja, da das Ganze ist durch gerade an für Leute, die unabhängig sind oder unabhängig werden wollen, natürlich nicht leicht, weil man natürlich hier ständig natürlich mit neuen Geschichten kommt und gerade für Freilandtierhalter, denk nur daran, was hatten wir da alles von Vogelgrippe, wo du deine 5 Hühner wieder in den Käfig reinsperren musst und so weiter, von Schweinepest, Schweinegrippe, von Blauzungenkrankheit, von dieses und jenes, also Maul und solche und das da ist die ganzen Das würde mich jetzt auch BSE-Geschichten noch interessieren. vor Ja. 20 Jahren. Ja, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Das ist ja bekannt, also diese ganzen Sachen, die da die letzten Jahre waren. Würdest du denn, wo kommt denn das her? Also ich meine, das ist ja, kommt es vielleicht genau aus dieser Massentierhaltung und so weiter? Ja, das ist ja ganz lustig, wenn man nur betrachtet, das war, glaube ich, 98, 99, sowas, wenn ich mich noch richtig, war das die berühmte Kuh Cindy. Das war ein schwarzes Galloway-Rind. Und genau jene Rasse, die total extensiv ist, die über Jahrhunderte, über Jahrtausende nur im Freiland sind, in Schottland und dann auch nach Deutschland gekommen sind, so in den 90er Jahren. Hier hatten dann Bauern oder auch teilweise ja, Newcomer, die in die Landwirtschaft eingestiegen sind, diese Galloways importiert. Und die hatten überhaupt kein Tiermehl nie zu fressen bekommen. Die waren nur Gras, nicht mal Silage, nicht mal Mais, sonst was. Und dann war ausgerechnet das allererste Rind, diese Kuh Cindy, ein Galloway-Rind, das BSE hatte. Ja? Also meiner Meinung nach hat man damals schon irgendwie gesehen, die Welt
das, was uns medial verkauft wird, ist eben immer genau das Gegenteil. Und genau dieses Rind hat überhaupt nichts damit zu tun. Ihr habt überhaupt kein Tiermehl gefressen und so weiter. Das hat man gemacht bei den intensiven Milchkühen, aber nicht bei diesen Extensivrindern. Und die sogenannten Konsumenten, die sogenannten Verbraucher, dann eben schwarze Kuh und jene Bauern, die da ihre Angusrinder waren, die konnten laufen. Ja, also die waren ruiniert zu dieser Zeit, das so gefremd hat, so in den Medien. Ständig hat man eine Kuh gebracht, die da irgendwo offen ist. Andere hat man kaum gefunden. Das zieht sich halt die letzten Jahre und Jahrzehnte durch, dass man ja eigentlich hat können, die nächste Geschichte da präsentiert wurde. Und lustigerweise hatten wir kaum mal zwei oder drei parallel, sondern das war ja immer, ja, dann hat die Vogelgrippe wieder aufgehört, keine Vogelgrippe, dann kam natürlich die nächste Geschichte, dann kam die Schweinepest, dann kam die Schweinegrippe, dann kam dies, dann kam jenes. Ja, Also und beim du siehst BSE das haben Team wir heute dahinter, höre ich natürlich, raus. man muss ja auch schauen, wer sind die Nutzer. Ja, ich würde das schon Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, sonstiger so sehen, dass da durchaus einiges dahinter ist. Zumindest 15% Wahrheit und viel drumherum gebaut. Und Also das natürlich heißt gibt im es bei all Endeffekt, diesen es Stories gibt ist es ja immer natürlich ja. einen großen Gewinner und einen großen Verlierer. Ja, also da gibt es natürlich immer ein paar Konzerne, die etwas verkaufen, die natürlich groß mitschneiden, und da gibt es immer natürlich Börsenspekulanten und so weiter. Und Leidtragenden sind ja jene kleinen Bauern, ja, die dann da eben die Konsequenzen haben daraus. Ja, und die Also Politik protegiert das Ganze. ohne da jetzt zu leugnen, dass es dieses oder jene Krankheit nicht geben würde. Ja, das mag durchaus sein, aber es ist natürlich auch Ja. so, dass es diese ganzen solchen Geschichten stehen über dem Tierschutz. Da wird ja der Tierschutz total ausgehebelt, und dadurch ist es ja natürlich dann auch ein leichtes, Bestände einfach niederzukeulen. Ja. Ja. Und Das heißt, also ich höre daraus bei dir, diese ganzen EU-Verordnungen und was da alles im Moment so ist, dass es steht einem vernünftigen Umgang oder ich sage mal einer natürlichen Haltung der Tiere. Also wenn man dann von Haltung überhaupt sprechen will, weil deine Tiere ja eigentlich immer im Freiland, die sind ja quasi wie in der Natur auch da unterwegs, steht dem eigentlich im Naja. Weg, ne? Also hilft dem überhaupt nicht, ne? Nee, na, das kann man ja auch sehen, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, nur bei den Schweinen, dass Freilandschweinehaltung, diese Gesetzgebungen ja auch dort wirken, wo es gar keine Wildschweine gibt. Man erzählt immer, ja, die Pest kommt über die Wildschweine. Auf der anderen Seite hast du mitten in Berlin oder in anderen Großstädten riesige große Wildschweinpopulationen, und man erzählt uns immer, ja, die Wildschweine, die Übertragung der Schweinepest wäre von Lebensmitteln, die weggeworfen sind. Dann frage ich mich, ja, wie geht das in so Großstädten wie Berlin, wo alle Nationen verkehren, Millionenstadt, wo alle möglichen Lebensmittel, natürlich auch einiges weggeschmissen wird, wo man annehmen muss, dort werden die Schweine das eben fressen. Da müssten die ja dort schon an Schweinepest irgendwo in der Stadt rumliegen. Aber irgendwie passiert das nicht. Oder habe ich da irgendwo auch was verpasst? Hast du alles verpasst? Und habe ich alles verpasst? Ja, und das lässt mich halt da ein bisschen dort und da zweifeln. Ja. Das Und glaube ich vor allem ja. Ich natürlich meine, du dann, bist ja auch im Thema. natürlich dürfen dann jene, die natürlich da jetzt vielleicht zwei, drei Schweine ihren Gemüseacker umgraben lassen und sie damit Topinambur, Kürbis und sonstiges, was da im Garten anfällt, die dürfen natürlich dort nicht mehr sein. Die müssen in die Stallungen eingesperrt werden. Ja, und wer profitiert, wenn das natürlich mehrere machen, dann wird die Stallbauindustrie, die Tierärzte, die Pharmaindustrie, die wird da nicht mehr so viel dran verdienen, weil ich kenne genügend Freilandschweinehalter, die brauchen ein ganzes Jahr und über Jahrzehnte kein einziges Medikament, gar nichts. Ja,
Mangalitzatura-Polnische, Wischhellische Schweine. Das ist ja schlecht. Dann kann man ja kein Geld verdienen, oder wie war das? Maximal vielleicht ein Entwurmungsmittel, aber das wäre schon, ja, ja, schon das absolute Maximum. Und naja, dementsprechend, und natürlich, wir kennen das, warum will man natürlich diese ganzen Anträge von den Bauern haben, was bauen die an, weil man natürlich genau weiß, wie viel Hektar Weizen, wie viel ist hier zu ernten, und dementsprechend kann natürlich an der Börse. Naja, also da dein Ton gerade eben ein bisschen abhakt, ich würde dann noch einiges tun, weil ich... Ja, ich würde noch mal eben Bogen spannen am Ende jetzt, weil für alle die unseren Podcast jetzt zum ersten Mal sehen, für mich schließt sich gerade da auch ja, wieder jetzt, so ein Kreis. Jetzt habe ich dich. Hörst du mich jetzt wieder? Ja, jetzt geht's wieder ja, wunderbar. Okay. Ich würde noch mal nämlich da den Bogen schließen wollen, weil alle, die unseren Podcast jetzt vielleicht zum ersten Mal hören oder nur hier und da mal reingeguckt haben, die haben ja schon einiges gemacht, hier auch zu Nährstoffkreisläufen, und ich hatte schon mal den Dr. Stefan Hügel hier von der Mineralienwende. Und das Spannende ist ja, dass auch, das hatte er in seinem Vortrag auch mit drin, und da kann ich auch mal unten rein, sonst erinnert mich bitte in den Kommentaren dran. Da gibt es aus den 60er Jahren schon so einen kleinen Film von einem Professor für Bodenbiologie und Mineralien, heißt es, glaube ich, der Fachbereich, also damals. Und der hat damals schon gemerkt, Tiere fressen selektiv auf den Böden, wo auch Spurenelemente und so weiter sind. Die wissen genau, wo sie da fressen und wo das zu holen ist. Kannst du ja auch gleich mal was zu sagen, ob du das beobachtest. Und das Spannende ist jetzt nämlich, dass in der Massentierhaltung das ja automatisch immer der Fall sein muss, dass das alles fehlt, weil wo kommen diese ganzen Mineralien und so weiter her? Die kommen durch gesunden Humus, weil sonst werden die ausgewaschen und sind nicht da. Die kommen durch Bäume, Sträucher und so weiter, durch Pflanzen, Agroforst, der das von unten aus den unteren Schichten wieder hochholt, und na, wie die Robinie, die den Stickstoff auch hochholt und fixiert und diese ganzen Mineralien wieder in Form von Laub und so weiter abwirft und die Tiere das zu fressen haben. Und dann sind die natürlich auch gesund, für mich vollkommen logisch. Das ist jetzt meine Denke dazu, du nickst die ganze Zeit, ja. Ja, und, ich kann das nur bejahen, ja. Ja, also, und du sagst es, ich brauche so ganz minimal oder fast gar nicht keine Mineralmischungen hier bei mir, weil die ganz einfach das Ganze über das Laub aufnehmen, über natürlich eine viel größere Artenvielfalt, weil du hast natürlich heute auch auf den intensiven Wiesen, die ja, in nix. Deutschland 6, 7, 8 Mal gemäht werden, hast du nur mehr 5 Pflanzenarten da drinnen, ja, und dann steht auf den Milchpackungen, da die Kühe fressen da 50 oder 100 Kräuter. Da gibt es keine 2, 3 Kräuter. Da gibt es Löwenzahn und Gras und Fetthenne und Ampfer und ja, das war's. Fetthenne, ja. Goldhahnfuß und naja, so 4, 5 Pflanzen, die kennen wir alle. Und das war's halt. Ja. Und das ist hier natürlich viel, viel breiter, und wie du das eh richtig gesagt hast, in den Bäumen, in den Blättern, da sind natürlich Mineralien drinnen. Was die schon dazu kriegen, ist Salz, also die kriegen hier Steinsalz, also direkt aus dem Stollen rausgehauen. Das also Lecksalzsteine. Und genau, das kriegen die, das brauchen die schon dazu. Aber sonst bei den Mineralstoffmischungen und auch sonst, also wir haben da keine Medikamente, wie gesagt, bis manchmal eben einmal im Jahr, zweimal im Jahr, wo wir mit einer Entwurmung, aber auch da teilweise, wo wir es gar nicht brauchen, ja, weil die eben teilweise zu Wasserstellen gehen oder zu Tümpeln saufen, wo sie natürlich Würmer vermehren können. Aber sonst brauchen wir auch das nicht. Und naja, das eben auch zur Kreislauf, dass hier einige eben nicht dran verdienen. Ja. Ja. Okay, ich denke fast, damit können wir es für heute auch gut sein lassen. Ich möchte am Ende noch sagen, alle, die Karls Arbeit unterstützen wollen, weil du ja in dem Sinne auch ganz viel, Artenschutz machst für alte Rassen, und natürlich das alles versuchst über den Verkauf von Fleisch und so weiter zu finanzieren, aber du halt eben keine Fördergelder aus der EU und so weiter, so wie ich das verstanden habe, kassierst und auch wahrscheinlich nicht willst.
Ja, Ja. wir hatten das immer wieder. Ich muss dich korrigieren, dass ich da schon auch probiert, aber es ist sehr, sehr schwierig oder gar nicht zu Ja. kriegen, weil das Problem einfach auch das ist, dass es für dieses System, der Agroforest-System, Du fällst sobald aus da dem eben Bäume, System. Sträucher drauf sind, ganz genau, Ja. das ist. Genau. Du machst das Richtige, damit bist du schon mal aus dem System raus. Genau, und dementsprechend, also wer das fördern will und toll findet, was Karl da drüben macht in Rumänien oder seine Schwester zum Teil auch noch in Österreich, das schmeißen wir dann irgendwie in die Infobox, das gibst du mir dann mal rüber, da kann man dich auch fördern. Und wer also jetzt als Landwirt sagt, ich möchte sowas auch umsetzen oder zumindest einen Teil, jetzt egal wo ihr seid, ob ihr jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder vielleicht sogar in Rumänien oder im Ausland, Ungarn, du berätst Genau. auch, ne? Da kann man dich erreichen. Das schmeißen wir dann auch unter drunter, wo man dich erreichen kann. Und dann kann man sich da bei dir eine Beratung abholen und du verdienst ein bisschen Geld, damit du schöne Dinge weitermachen kannst. Genau. Vielen Ja. lieben Dank für die Werbung, lieber Daniel. Ja, sehr Und gerne. ja, hat mich gefreut. Und ja, vielleicht gern mal wieder zu einem Thema oder irgendwas, was fachspezifisch in die Tiefe geht, keine Ahnung. War eine schöne Sache mit dir heute. Ja, also auf jeden Fall, ich werde dich dann, wenn das nochmal wieder Thema ist, in dem Bereich auf jeden Fall nochmal wieder dazu holen. Ich sehe dich da schon als ziemlichen Experten tatsächlich, weil du halt auch so große Flächen halt da bewirtschaftest. Ja, das war's für heute gewesen. Sehr spannend. Also ich werde die Folge nennen, das Futter wieder zu den Tieren. Ja, ne? Die richtige, oder wie sollen wir es sagen, also echte naturnahe Haltung von Tieren mit Karl Schadachs. So ungefähr. Genau, ich hoffe, es hat euch da draußen Wunderbar. gefallen, unser Podcast. Ich fand es sehr spannend und hoffe, wir kriegen die ganzen Videos oder haben die dann, wenn ihr das gesehen habt, die ganzen Videos, sei schon die Fotos noch mit eingeblendet von diesen tollen, also ich finde deine Tiere, die sehen einfach fit aus, die sehen richtig, wenn du hier guckst, also in Deutschland, was da so auf der Weide steht, alles nett, aber deine, die sehen irgendwie robuster aus, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, fit einfach. Genau, blenden wir alles mit ein oder haben es schon. Das war's für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Tschüss.